Soddle, Hallöchen und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge City Skylines Sunset Harbor hier. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben wieder einiges zu tun. Wie man hier sieht, habe ich nach der Folge noch eine kleine Straße gebaut zu einem provisorischen Hafen da hinten. Der, wir gehen mal raus, dann geht das Ganze was schneller. Ja, so. Der rege genutzt wird und wo noch ein Baum drin steckt, wie ich gerade sehe. Den müssen wir mal wegmachen. So. Einfach provisorisch, damit hier halt Waren importiert und exportiert werden können. Ich denke mal, die brauchen das ganz, ganz dringend. Man sieht ja, wie die hier alle, wie die Blöden ankommen, ne? Wir wollen heute hier oben auf jeden Fall noch einen Cargo-Bahnhof hinbauen, haben wir ja gesagt. Das ist auch ganz, ganz wichtig, ne? Was wir aber als allererstes machen, ist hier. Hier fährt kein Mensch, weil ich natürlich wieder vergessen habe, zwei Teile hier rumzudrehen. Das machen wir jetzt mal gerade ganz schnell. Danke für den Tipp in den, keine Verbesserung dieses Typs. Was ist das hier? Autobahnauffahrt. Autobahnauffahrt wahrscheinlich wieder wegen Dingensbumskirchens, ne? So, genau. Danke für den Hinweis in den Kommentaren. Vielen, vielen Dank dafür. So kann natürlich von dieser Seite hier niemand kommen, ne? Wenn die bis hierhin fahren und dann ist andersrum. So geht das nicht. Die wollen irgendwie alle hier runter, wie man sieht. Die wollen wirklich alle darunter. Alle. Ein bisschen komisch. Wir könnten das hier vielleicht schon mal auf 2 breit machen. Haben wir das? Hier haben wir zweispurig, ne? Two-Lane Highway. Machen wir mal. Guck so, bupp und bupp. Machen wir das nämlich so. Und dann sagen wir dem einen hier auf der Spur, er darf nur darüber. Er kann dann hier und hier hin. So, und die hier, die können einfach da und da hin. Fertig. So, können wir noch die Ampeln wegmachen hier? Da sind keine Ampeln. Wunderbar. Dann lassen wir das jetzt erstmal so laufen und gucken, was dabei rauskommt. Wir müssen hier noch ein bisschen Platz machen. Ich bin übrigens auch hingegangen. Jetzt sieht das Ganze direkt viel, viel schöner aus, ne? Ich habe sogar geschafft, die gesamte Karte grün zu kriegen. Zwar nicht so ganz, ganz dicht wie hier, aber es ist alles grün, außer unten beim Hafen noch. Das heißt, wir können hier richtig schön jetzt was hinzaubern. Beziehungsweise das Ganze sieht 1000-mal besser aus als vorher. So, gehen wir jetzt aber erstmal hin und machen ein bisschen Platz für den Bahnhof. Dazu müssen wir den Pinsel etwas größer machen, sagen wir mal so. Die Höhe von der Straße. Dazu muss das hier natürlich wieder alles weg. So, weil wir brauchen ja Platz. Das komische Loch hier, das könnten wir eigentlich auch wegmachen, glaube ich. Oder? Hm, wer weiß, wer weiß. So, das sollte eigentlich schon reichen hier, wenn wir jetzt noch hier entlang gehen, so. So, und dann kann man einfach hier so an den, ne, an den Felsen entlang wunderbar den Bahnhof hinzimmern, beziehungsweise die Schienen. Die machen wir mal alle weg hier, die Bäume. Können wir gleichzeitig wieder ein paar mehr setzen. Dichte geht mal hoch. Stärke hier, dass wir das direkt alles weg haben. Eine halbe Stunde rumwuseln müssen. So, lassen wir das alles mal so da. Was ist das denn da? Ach, eine Seemöwe. Eine Seemöwe. Warum haben wir die noch da? Man sieht, was hier los ist, ne? Voll den Verkehr aufgehalten hier. Wir müssen gleich mal gucken, wie schnell die da fahren. Jetzt kommen hier auch einzelne. Okay. So, wo ist der Bahnhof? Wir brauchen einen Cargo-Bahnhof, nämlich hier. Güterzugbahnhof, das war der ganz große, ne? Richtig, so rum. Da müssen wir aber auch nochmal. Ach, das ist die Fabrik hier, ne? Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Lärm? Haben wir hier vielleicht richtige... Ja, haben wir. Sehr gut. Könnten wir das am besten, sagen wir mal von hier aus. So machen. Jetzt lang hier, so da dran. Machen wir mal so. Und hier hinten so, oder? Ja, wir gehen hier mit dran. Ist zwar nicht ganz gerade, aber haben wir das mit da dran und nicht nochmal eine extra Kreuzung. Hier kann jetzt schön der Bahnhof dran. So, der kann jetzt hier drauf. Wirklich nur klein zum Abladen. Ich glaube, das Loch machen wir echt mal weg hier. Hallo? Ja, weg damit. So. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier easy peasy lemon squeezy, wie man so schön sagt, ne? Die Schienen hinkriegen. Ich habe mir gedacht, wir gehen einfach mal gucken. Hier hinten ist ja noch eine Schiene und hier ist ja auch nur Cargo dran, ja? Dass wir den damit verbinden. Dass sie dann auch hier hin können, wenn sie wollen. So, jetzt wissen wir es langsam. Es ist der hier. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier lang. So. So, hier lang. Einmal hier rum. So. Und jetzt einfach hier so schön durch.
die Frage, wie wir hier runterkommen. Ja, man sieht kaum was, ne, weil das so grün ist alles. So, eine Etage runter. Müssen natürlich gleich noch dann, oh, der Weg ist ganz schön weit. Wir könnten jetzt einfach hier entlang, so an den Rändern entlang gehen, würde ich sagen. So. Oh, hier kommen wir schon rüber. Das ist gut. Okay. Fahren wir mal so bis hier hin. Das machen wir jetzt mal aus. Würde das eine Brücke geben? Ich hoffe doch. Ah, wir haben wieder Fehler gemacht, ne? Und nicht straight slope gemacht. So. Ich würde gerne zwingend eine Brücke haben. Kein Tunnel. Er macht da wieder ein... Warum macht er denn jetzt hier wieder eine Brücke, einen Tunnel? Gucken wir mal. Müssen wir das etwas kürzer machen? Ungültig. So. Und jetzt ist das gerade. Jetzt könnte man das eigentlich auch gerade lassen. So, als Brücke. Aber natürlich nicht so, sondern bis hier rüber erstmal. So. Und jetzt möchte ich das natürlich nicht hier runter haben, wo wir das eigentlich müssten, weil sonst kommen wir hier wieder nicht dran, ne? Wollen wir das so lassen? Nee, das ist mir ziemlich, das ist mir zu niedrig. Wir machen das jetzt was höher. Wir gucken mal, dass wir das hinkriegen, dass wir, Mal weg. So, die alle, jawohl. Die müssen jetzt auf die Höhe von, hier. So. Dann hätten wir das so. Dann sähe die Brücke auch in Ordnung aus. Das hier kann man so lassen. Lassen wir jetzt einfach so, ja. Jetzt haben wir die natürlich hier ziemlich hoch stehen. Macht aber nichts. Denn jetzt können wir langsam, aber sicher halt, so, gehen wir schon mal was runter. Auf, sagen wir mal, 10 Meter oder von mir aus, 10 Meter. Ist in Ordnung. So, jetzt können wir hier runter. Ups, sagen wir mal so, runter auf 0. 0 und jetzt können wir hier so noch ein bisschen so. Und so, da hinten dran. So kann man das lassen. Und jetzt müssen wir natürlich nur wieder hingehen und die ganzen Bäume wegmachen. Wir kennen es ja. Wer kennt es nicht? Moin moin, weg mit den Bäumen. Hep hep. So, das heißt, wir hätten jetzt hier auch einen Anschluss für einen Frachtbahnhof. Inzwischen lassen wir das mal. So, auf den Schienen sieht das gar nicht gut aus. Das können wir auch so lassen hier. Ist halt extra da reingehauen in den Berg für die Schienen. So. Und ich muss sagen, den Trick habe ich mir auch ein bisschen abgeguckt, beziehungsweise mir mal ein Tipps und Tricks Video angeguckt, ja, mit den, hier, mit den Höhenlinien anschalten, ne, mit der Pyramide hier, dass man die Höhenlinien sieht und sich dann so an den Höhenlinien entlang schlängeln, sieht direkt viel, viel, natürlicher aus, vorausgesetzt, man baut es schön geschwungen und macht nicht so Kanten wie ich hier rein, ja. Von Home, so hier das geht, aber hier ist das natürlich eine extreme Kante, muss ich jetzt gerade sagen, aber generell ist das in Ordnung, finde ich. So, lassen wir das jetzt mal so. Frage, kriegen wir hier noch ein paar Lager hin? Also Frachtlager. Wollen wir das machen? Welche brauchen wir denn ganz dringend? Ein großes Lager, passt hier gar nicht rein. Mittleres, nein. Kleines, kleine würden hier reinpassen, aber dann hätten wir wieder Stress an der Straße. Möchte ich eigentlich nicht. Und vor allem bringt das auch nichts, wenn jetzt LKWs aus dem Lager kommen und das hier hinbringen. Die müssen ja dann einmal hier rausfahren und hier lang und oh Gott, guck dir das mal an, rot. Alle wollen sie nur auf den Dingens hier. Oh je, oh je, oh je. Ich glaube, wir müssen da nochmal eine abfahren lassen. Das war keine gute Idee. Vielleicht können wir das hier machen. Pass mal auf, wir testen das mal. Das ist zwar eigentlich Schwachsinn, aber... Trotzdem, wir kennen ja jedes verrückte, bekloppte Ideen, gerade im Straßenbau. Machen wir einfach One Lane, One Way. Wollen wir mal so machen, hier hin. So, da können die da hin. Dann machen wir hier nämlich weg mit dem Traffic Manager, dass die hier nur geradeaus fahren können. Ob sie wollen oder nicht. Dann kommen die dahin und der hier kommt weg. Fertig.
So, hier darf keiner abbiegen. Ihr müsst alle geradeaus fahren. Tut mir leid. Mhm. 1, 2, 3, 4. Passt. Man ist zwar hier eigentlich Schwachsinn, eine Doppelspurige zu machen, aber wir gucken mal, wie sich das Ganze jetzt auswirkt. Dann können die nämlich hier rausfahren, hier durch und da hinten wieder rein, noch mehr Verkehr produzieren. Und die können hier alle direkt rein. So. Mal schauen, mal schauen. Wir werden sehen. Dann hätten wir nämlich den Bahnhof da oben. Ich bin jetzt mal gespannt, ob da überhaupt irgendwie, irgendwo, irgendwann ein... kein Wasser, kein Strom. Okay, da kommt garantiert keiner. Ein Zug ankommt, wollte ich gerade sagen. So, und so. Und dann müssen wir hier aber noch was reinstellen. Was stellen wir hier rein? Wir können ja einfach normale Industrie mal ein bisschen hier reinbauen. Wie wär's? Oh, nee, nicht so. Mach lieber hier. Mach lieber so, die hier. So, machen wir hier einfach normale Industrie rein, aber ich glaube, das reicht immer noch nicht, oder? Wenn die hier jetzt mal bauen würden, sollten sie eigentlich ohne Probleme. Doch, ist verbunden. Super. Heißt, wir haben Strom und Wasser. Lass die mal bauen. Wir haben jetzt 107.000 Einwohner. Das ist nicht die Welt, aber es ist in Ordnung. Es reicht. Es reicht. So, und die Bäume da weg. Wie die alle hier rein wollen. Alle wollen sie da hin. So, dann können die hier nämlich direkt... Was ist denn hier los? Kann es sein, dass wir hier Geschwindigkeiten haben? Was für Geschwindigkeiten haben wir denn? Hier 40. Warum dürfen die denn alle nur 40 fahren? Wir machen mal 80. Kann ich das hiermit auch so machen? Mit Shift. Jawohl. So, 80, 80. Könnt ihr Gas geben. War ja auch was schneller. Hier dann auch. 80, 80, 80. Donner drüber. Dann passt das. Da haben wir 60. Das muss schneller gehen hier am Hafen. Hui. So. Fertig. Hier müssen wir auch noch gucken. Am besten direkt hier nicht noch rechts abbiegen, sondern wirklich nur geradeaus. So, dass die Linie hier nur für die Leute ist, die runter zum Hafen wollen. Drei können abbiegen, die andere geht da runter. Fertig. So. Fahrspurverbinder, ja, ich weiß. Guck mal, schon ist Ruhe. Nur hier, da staut es sich ein bisschen, weil... Bisschen ist gut, okay. Wir brauchen dringendst den Hafen, würde ich sagen. Wir brauchen dringendst den Hafen. So, vor allem, wir kriegen hier ja noch mehr Traffic durch den... Durch den Zug, der da dann demnächst kommen sollte. Ich hoffe es zumindest, wir werden sehen. So, das soll aber nicht unsere einzigste Baustelle heute sein. Wir machen heute das, wovon jeder träumt. Nämlich, wir bauen hier noch ein bisschen hin. Sehr schön, indem wir unsere Straße, hier unsere Dreifachstraße weiternehmen. Hier war es direkt schön mit Fahrradwegen. Ja, so. Alles klar, Herr Kommissar. So, jetzt geht es hier natürlich runter. Ne? Das wollen wir nicht. Muss wieder alles ordentlich gemacht werden. Aber klaro. So, auf die Höhe. Ist es sogar schon hier. Gefällt mir. Ja, na gut, an den Schienen nicht, aber das ist nicht so schlimm. Die Straße müssen wir noch ein bisschen höher holen. So, und das hier lassen wir dann mal so. Oh, ein bisschen Platz. So, geben Sie mich mal die Straße. Bis wohin geht das? Das hier alles, Object Hate, so, boop, dass das gerade ist und ordentlich. Sehr schön, sehr schön. Super. Das heißt, wir haben die große, wir könnten ja eigentlich auch hier gerade weitermachen. Mal upgraden. So und so. Boop, 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 boop. Ich werde wahrscheinlich wieder alles kaputt machen hier, aber das ist mir gerade egal. Die schöne Siedlung. So, hier können wir das nicht machen, weil wir die Straßenbahnlinie haben. Ich weiß gar nicht, ob da noch überhaupt noch wer drauf fährt. Müssen wir mal, doch, da fährt wer. Alles klar, ich wollte gerade sagen. Das hatten wir ja auch schon mal, dass die Linie einfach weg ist. Fährt kein Zug mehr drauf, ne? So, jetzt müssen wir gucken, was wir hier noch haben. Wir müssen übrigens auch noch ein Chirp X Startgelände bauen. Aber nicht mitten in der Stadt. Das wäre Bullshit. Das hat hier nichts zu suchen. CR Additive Shader. Haben wir den schon mal gebaut? Nee, ne? Könnte vielleicht noch hinten in CBD. Wir könnten hier ein Einkaufszentrum hinbauen. So zusammen. Mit
dem SeaWorld, das wollte ich bauen. Oder hier, Colossal Order International Büro, müssen wir auch noch bauen. Aber nicht alles auf den Haufen. Was ist das hier? Funeral. Ah, das ist die Friedhofhalle. Ja, das ist eher was für die alte Marktstraße. Passt ja auch null hin. Das ist eher was für die neue Staffel. So. Alles klar. Wir haben Aquarium und Wissenschaftszentrum. Nein, das Aquarium setzen wir hin. So, die beiden Sachen brauchen wir. Mit ein bisschen Gewerbe noch, kleinem. Jetzt ist die Frage, wie setzen wir das hier hin? Parkplätze hatte ich, glaube ich, auch noch irgendwo. Muss ich mal gucken, waren das die hier? Die neuen großen Drive, Drive, Border, schmeiß mich weg. Parking, Parking, Parking. Clipping Remover, was auch immer das ist, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ist Parking hier so da dran? Wie sieht das aus? Ja, dafür brauchen wir bestimmt den Clipping Remover, oder? Lass mal gucken. Okay. Nein, sieht scheiße aus. Mach weg. Ja, möchte ich. Weg damit und weg damit. So. Ist die Frage, wie machen wir das jetzt? Am besten nehmen wir wieder unsere, die funktionieren, mit denen wir uns mittlerweile auskennen. Und nicht irgendeinen anderen Kack. So, machen wir gerade hier. Oh, wir könnten das ja auch mal... So. Und, so. Nehmen wir mal zwei so. Das sieht, glaube ich, besser aus. Ist nicht immer alles eckig dann. Bum, 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 bum. Dazwischen noch das hier und das hier. Können wir die mal so an die Straße ranschieben. Danke. Den hier auch. So, so und so. Den hier so dran schieben. Sitzpass wackelt und hat Luft. Das heißt, die Straße könnte dann hier oben langlaufen. Oder? Ah, kriegen wir die genau da dran. Eieiei. So. Parallel hierzu und dann hier so in einem Winkel. Ah, sagen wir mal so. Frage ist, kriegen wir das jetzt gerade so da dran? Kriegen wir. Wunderbar. Da wollte ich es nicht dran haben. Ich wollte es hier so dran haben. So. Die Frage ist, wie kriegen wir das Ding jetzt? Machen wir zu hier. Keine Straße. Ausmachen. So, wie kriegen wir das jetzt hier hin? Gefälle zu steil. Also das müssten wir schon so als Aquarium hier hinkriegen. Das würde sogar passen. Das würde hier hinpassen, wenn wir... Oder wir stellen es hier hin. Guck mal, hier würde es passen. So. Okay. Ist natürlich ein bisschen steil hier, ne? Aber es würde hier hinpassen. Wenn wir das Ganze drumherum noch was schöner machen. Das würde gehen. Dann müssen wir nur gucken, wo wir das hin tun hier. Das Kaufhaus. Kriegen wir das noch daneben? So. So, ne? Lass mal gucken. Guck mal. Als wäre es dafür gemacht. Als wäre es dafür gemacht. Können wir die beiden Sachen so hier stehen lassen. Es ist sogar noch Platz dazwischen. Hier auch. Nice. Das ist das Schöne an Anarchie-Mod, ne? Wunderbar. Dann lassen wir das so. Da haben wir hier viele Parkplätze. Jetzt müssen wir noch nach einem Gehweg gucken. Die hatten wir, glaube ich, hier bei der Landschaft, ne? Hier irgendwo ganz viele. Verschiedene. Vielleicht haben wir ja mal einen, den wir... das sind die Invisible Paths, ne? Könnten wir eigentlich... Wir probieren das jetzt mal. So hier hinlegen. Die sieht man nicht, aber die laufen da drüber. Das ist das Schöne. So, dann könnte man das noch so da dran machen und so da dran machen. So. Hier klappt es natürlich wieder nicht ganz, ne? Ist schon schwer. Guck, da kommen sie schon alle angelatscht. Ups, sagen wir mal so. Müssten die eigentlich auch hier drüber laufen, aber hier sind auch die Bürgersteige, wo sie sowieso dran rumlaufen, ne? Aber egal. So, Entschuldigung gerade. Wir packen schon mal eine unterirdische Bahnstation hier hin. Geht das so? Packen wir hier hin. So, direkt beim Einkaufszentrum. Bus könnten wir auch noch hier hinsetzen. Haben wir sowas? Irgendwo eine Busstation? Theoretisch ja. Da müssten wir hier eine hinmachen, ne? So. Wollen wir das?
Wollen wir das? Eigentlich könnte die einfach so im Kreis fahren. Pass mal auf, wenn wir anfangen hier so vorm Aquarium, hört die auf, ja? Oder fängt sie an, vielmehr. Ja, und dann hält die mal, sagen wir mal, hier. So, da kommt gleich noch was hin. Wir können hier hochfahren, da dran hält sie. Wo geht's hier weiter? Hier oben hält sie, sagen wir mal da. Upp. So, du kannst hier oben im Busbahnhof halten. Du kannst hier halten. Du kannst hier halten. Und dann fahren wir einfach ganz schnell wieder hier durch. So. 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 Und hier hinten dran. So. Einfach eine kurze. Und dann kommen da natürlich keine 11 Busse rein, sondern von mir aus 3. Das reicht. So. Wunderbar. Hätten wir ja schon eine Buslinie. So. Alle zu Fuß. Oder die fahren alle mit dem Fahrrad. Kann das sein? Nö. Aber ist nicht so schlimm. Passt schon. Jetzt müssen wir hier natürlich wieder ein bisschen mit den Straßen arbeiten. Ich glaube, wir nehmen hier auch die dünnen. Das sollte reichen. Das sollte definitiv reichen. Wenn wir das jetzt einfach ganz normal, klassisch hier so zumachen, wie wir es kennen. Ah, wieder Schachbrettmuster, aber was soll's, was soll's. Da ist die Dingens. Geht so dran, passt. Ja, nicht ganz, aber das hier lassen wir sowieso frei. Hier haben wir jetzt einen schönen Wasserfall, okay. Kann so bleiben. Das hier müssen wir noch wegmachen, dass das hier was breiter wird. Das geht ja nicht so. Machen wir mal so und so. Dann können die hier noch weiter. Also ganz gerade ist das aber nicht, ne? Der hier ist nicht so ganz gerade. Die Schweinebacke. Okay. So, jetzt ist er ganz gerade. Sehr schön. Hier müssen übrigens noch die Dingens drauf. Die Parkplätze. Warum vergesse ich die immer? Jedes Mal. Jedes Mal. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Haben wir nicht die langen? 8x2. Doch, die passen hier auch rein, oder? Die passen hier ganz genau rein. Das ist super. Dann, ja, damit. Wir fangen oben an. Das ist immer ein Gefummel. 1. Ja. 2. Und 3. Und man sieht, es ist schon ein bisschen schief, ne? Aber schief ist modern. So. Fertig. Unten das lassen wir dann einfach. Das ist echt schwer, die hier ganz genau hundertprozentig gerade hinzukriegen. Habe ich, glaube ich, noch nie geschafft, aber was soll's. Ja, genau. So, jetzt haben wir die nochmal in 3. Dann können wir noch ein paar dran machen. 1, 2, und 3. So, gehen da noch ein paar dran. Gehen sie, wenn wir das Ganze so machen. Bop und bop und bop. So, hier dran. So. Jetzt kann man das nochmal gerade ein bisschen gerade ziehen hier. Akte gerade ziehen. Ist das immer so Flippenmustern? Den hier können wir einfach hochschieben, so dass das auch passt. Jetzt haben wir hier natürlich wieder viel, viel Platz, ne? Da könnte man noch gerade einen Fußgängerweg hinmachen. Bitte keinen unsichtbaren. Was ist das hier? Das ist Hiking Trail. Nein. Stream Network interessiert mich gerade nicht. 8 Meter breit. 8 Meter ist normal. Dann gib mal her. Fangen wir mal hier an so. So. Machen wir hier noch so, sowas wie einen kleinen Park rein. Ja. Rips, rips, rips und rips. So, kann man da auch noch dran. Hier so ein bisschen rumwandern, da vielleicht direkt raus, ne? Können die hier rumlaufen, der muss auch noch so ein bisschen dran hier, dass die Leute da rumlaufen können. Guck, da ist der Bus schon, super. Heißt, jetzt brauchen wir hier natürlich noch Wasser und so weiter und so fort. Das hier. Das hier und das hier. So und so. Und wir müssen uns unbedingt ums Abwasser kümmern. Da brauchen wir wieder was.
Strom kriegen die jetzt gar nicht von alleine. Ein Arzt ist hier, glaube ich, fehl am Platz. Aber eine Polizei könnten wir hier auf die Ecke stellen. Genauso wie eine Feuerwehr. So, dann haben wir hier Feuerwehr und Polizei. Hier kann man parken. Da ist die U-Bahn. Eine Buslinie haben wir hier auch zum Aquarium und zur Shopping Mall hin. Das heißt, wir brauchen jetzt flaches Gewerbe, bitte. So, der kann voll, das hier kann voll. So. Das andere lassen wir leer. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch einen Edepark, damit der Grundstückswert steigt, ne? Definitiv. Der kann irgendwo, sagen wir mal, hier so rein, einer und da einer. Hüpfburgen AD, wir brauchen euch nicht mehr. Jeder hat seinen eigenen Park. Haha. Der müsste übrigens eigentlich auch zum Download bereitstehen. Müsste mal gucken im Steam Workshop, ob es den da gibt. Wenn nicht, schreien, dann werden wir den natürlich noch veröffentlichen, ne? So, jetzt könnten wir das Ganze hier ein bisschen abflachen noch. Hierhin. Abflachen. So, dass das nicht so schlimm ist hier. Laufen die aber natürlich hier einen Hang runter, ne? Das ist nicht so toll, wenn man das sieht. Wir gucken gleich mal. Müssen wir die wieder ein bisschen anheben. Geht nicht anders. So, das hier kann abgeflacht werden. Dass ihr da einen ganz großen habt. Das kann ein bisschen abgeflacht werden. Hier, das kann was abgeflacht werden, so. Und dann können wir da überall schon mal schigimigi Bäume reinmachen. So, sehr gut, dass das Grünfutter wird hier. Das kann Grünfutter werden, das kann Grünfutter werden. Hier hinten auch. Machen wir nämlich die Ecke hier schon mal zu. Guck, jetzt fließt der Fluss auch wieder ordentlich. Das hier kann zu, das ist Zug, das ist uns egal. Da soll nichts rein. So. Und wie schön die Geschäfte hier alle sind, wie schön die sind. Hashtag nicht, die müssen unbedingt aufgewertet werden. So, Edem hat seinen Hashtags. Wobei jetzt die Invisible Path natürlich voll für den Arsch sind. Den sieht man gar nicht mehr hier. Ich meine, man kann durch. Haben die auf die Straße gestellt, ne? Echt jetzt? Hm. Okay. Also das mit dem Gehweg hier, das üben wir nochmal ein bisschen, ne? War ich mal ganz frech. Wir müssen erstmal Platz machen hier. Du siehst ja gar nichts. Du siehst ja nichts. Machen wir aus. Den noch kleiner haben. So, nur so hier über dem Weg. Den muss man schon sehen. Sonst bringt das Ganze nichts. Wenn du jetzt alles Bäume drauf hast, was soll denn das? So. So. Und hier auch. So. Jetzt können wir nicht mal gucken, wo wir den hier anheben müssen. Nämlich hier unten zum Beispiel, denke ich mal. Der Punkt ist irgendwo hier, ne? Zeig mal. Na, ja, das ist doch vor allem hier. Guck dir das mal an. Also das hier, nee, das geht nicht. Der muss höher. Aber die kriegst du nicht höher. Verdammt! Okay, da muss ich mir was einfallen lassen. Das sieht ja mega scheiße aus. Wenn man hier am Hang entlang läuft. Müssen wir gucken, müssen wir gucken. Guck, es wächst. Sehr gut. Stufe 1, bald Stufe 3. Gefällt mir. Hier müssen auch noch Bäume hin. Guck dir das mal an, wie kacke das aussieht. Tree. Nehmen wir mal wieder den hier. Aber einzeln und nicht auf 123 Größe. Auch keine Pinselstärke von 1. So, haben wir da ein paar. 1, 2. Ah, hier kann auch noch einer hin. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Da haben wir die ganzen Vanillabäume entfernt. Nein. Wieso kann man noch ein paar hinmachen? Ja, das geht. Okay, dann ist das in Ordnung. Hier ist auch nicht so viel wegen den Invisible Path. Da müssen wir mal gucken. Wir sollten eigentlich ein paar parken. Vielleicht gehen sie ja auch hier parken und gehen dann da shoppen. Das könnte natürlich auch sein. So, was sagt jetzt unser Bahnhof hier hinten, den wir gepflastert haben? Hingepflastert haben? Schauen wir mal. Also das hier scheint ganz gut zu funktionieren. Hier ist ja auch nicht allzu viel los. Hm? So, die haben einen langen Weg zum Zurückstauen. Die funktionieren. Die sind halt nur wie die Blöden hier. Wie die Blöden. Wollen die alle zu diesem Hafen. Wir müssen unbedingt da hinten am Hafen noch so ein Terminal machen. Sehr schön. Zug habe ich noch keinen hier gesehen, aber es scheint zu funktionieren. Wir werden sehen, wir werden sehen. Vielleicht müssen wir hier noch irgendwie eine Verbindung von hier aus so rum hier dran machen.
dass sie auch aus dieser Richtung kommen können und hier drauf fahren, wäre vielleicht eine Überlegung wert. Hier können wir gerade wieder grün machen. Größe können wir mal was größer machen hier. Alles voll einfach. Sieht schöner aus als kahl. So. Hier vielleicht auch so drumrum. Ups, alles. Jo. Ah, da fährt doch der Zug. Alles klar. Dann können die da natürlich auch Waren exportieren. Dann haben wir natürlich wieder gar nicht gedacht, ne? So, guck, dann fährt er hier drüber. Tschu-tschu. Und ab die Luzi. Na, hat doch geklappt. Alles, was wir uns vorgenommen haben heute. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zum Aquarium. Hier hin. Außer dem Weg, den lasse ich jetzt mal weg. Ja, wahrscheinlich werde ich ihn wieder abreißen. Mal schauen. Sieht doch super aus, oder? Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.